Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute sind wir mal hier, kleinen Wasserschlauch, also nicht wundern. Man hat schon ein bisschen an der Seite gesehen, ich bin heute nicht alleine. Heute mit dem lieben Marlon unterwegs. Moin. Und wir machen heute einen 50 Kilometer Marsch und was ist das? Ja, das ist heute mein erster 50 Kilometer Marsch. Und ja, ich bin gehypt, ich hab Bock und ja. Leute, ein Sturm zieht auf. Es ist nicht gut. Eine wunderschöne Aussicht, super schöner blauer Himmel jetzt wieder. Wir gucken gerade, was uns holt. Ja, wir können uns aber noch nicht entscheiden. Wir sind an der Autobahn. Wir werden es schaffen. Oder Marlon? Ja, sicher. Machen wir. Ja, meine Waden und alles kommt leider am Arsch, also es kracht wirklich. Also Marlon, zieh das durch. Es ist jetzt Marlon sein erster Mammutmarsch. Deswegen, Marlon hat eigentlich gar keine Vorbereitung. Deswegen müssen wir dann gucken. Aber ich bin sehr zuversichtlich. Ich probiere hier auch einen neuen Rucksack aus. Ich hoffe tatsächlich, dass er mich durch den Marsch durchtragen wird, weil es ist ein kleinerer Rucksack. Marlon hat tatsächlich jetzt meinen großen Rucksack hier. Ich werde mal wieder auf einen kleineren zurückgreifen. Das war halt der einzige Rucksack, der gut gepolstert ist für den Marlon. Wir hätten noch einen Rucksack gehabt, der etwas kleiner wäre, der hätte aber nicht alles reingepasst. Ja, ja. Ich bin froh, dass ich den großen gegeben habe. Ja, wir waren gerade noch beim Bäcker, haben ein paar Sachen geholt. Das seht ihr dann im Verlauf des Tages, was wir auch alles dabei haben. Sehr viel. Ich habe Milchbrötchen dabei, Rohesser, so ganz viele Snackwürstchen, Traumzucker. Ja, eine Trinkblase halt, wie man schon sieht. Sonst, keine Ahnung, werden wir auf jeden Fall sehen, was ich sonst noch dabei habe. Was wir uns gekauft haben, werden die dann auch noch sehen. Wir waren dann jetzt erstmal los, wir sind gerade vielleicht bei Kilometer 1 oder so. Und ja. So Leute, mittlerweile ist die Kapuze ab. Wir haben jetzt Kilometer 5. Eben wurde es 8 Uhr. Wir haben jetzt vielleicht 8.05 Uhr oder so. So Marlon, sag an, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, also bisher spüre ich noch nichts. Und ich glaube, das müsste ich schaffen. Also ich glaube, 25 Kilometer sind noch locker drin, aber danach muss ich halt gucken, wie es so bei meinen Zehen ist. Weil an meinen Zehen spüre ich schon ein bisschen, ist halt ein bisschen problematisch, aber sonst ist alles gut. Vorhin bei mir habe ich festgestellt, der Manon hat ganz normale Socken an. Und dann habe ich ihm noch ein paar Wandersocken von mir gegeben, damit er wenigstens etwas hat, damit die Füße nicht so wehtun. Boah, es geht jetzt für uns gerade hier so einen schönen Feldweg lang. Wir müssen jetzt gleich da hoch. Und dann kommt auch schon gleich die erste Pause. Das wird dann, keine Ahnung, Kilometer 8 sein oder so. Aber dann machen wir da die erste Pause. Wir waren ja noch beim Bäcker, essen da erstmal ein bisschen was. Das ist ja wahrscheinlich schon kalt. Haben schön warm gekauft, jetzt laufen wir das kalt. Aber na gut, bisschen was trinken, mal ein bisschen gucken vom Rucksack. Weil bei mir ist das die ganze Zeit irgendwie auf dieser Schulter hier. Und das nervt die ganze Zeit. Dann geht's jetzt hier den Weg hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. So Leute, erster Pauseort. Wir ballern die ganze Zeit hinten die Autos lang an der Straße. Dann mal gucken, was er sich gekauft hat. Er hat sich jetzt drei schöne Schokobrötchen geholt. Ich zeige euch mal, was ich geholt habe. Ich habe mir auch ein schönes Schokobrötchen geholt. Und mit dieser Aussicht hier schmeckt es nochmal doppelt so gut. Wir essen jetzt. Und dann sehen wir uns. So Leute, wir gucken jetzt mal, wie viel mein Rucksack wiegt. Okay. Nein, das kann nicht sein. Das sind 3 Kilo. Okay. Nein, niemals. Ja, es ist schon ein bisschen mehr. Das können eigentlich keine 3 Kilo sein. Also hier steht 3,9. Aber, weiß ich nicht. Oh ja, doch, kann aber 4 Kilo nur sein. Wir gucken mal bei Marlon. Gucken wir mal bei Marlon. Bei Marlon sind es 5,6 Kilo. Oh. Okay, das heißt, der Marlon hat, was haben wir jetzt, 6 Kilo ungefähr. Und ich habe 4 Kilo ungefähr. By the way, hier kam jetzt nochmal gerade schön die Sonne raus. Also, die ist schön am Ballern. Das motiviert jetzt. Wir gehen weiter. Haben noch ein bisschen getrunken, ein bisschen gegessen. Vielleicht 10 Minuten Pause gemacht, nicht mal, der scheint 5 bis 10.
Hier wird es auch ein bisschen lauter, hinten sind noch ein bisschen Leute am Arbeiten. Aber jetzt geht's weiter. Let's go. So Leute, Anstieg, Anstieg, Anstieg. Es geht immer weiter hoch. Hier wieder mal ein bisschen. Da ist ein Maler. Mal gucken, ob es gleich wieder runter geht. Ich weiß noch nicht. Aber wir haben jetzt 10 Kilometer geschafft. Also langsam kommen wir jetzt Richtung Kilometer 11. Läuft bis jetzt ganz gut. Am besten machen wir wieder ein paar Pausen machen und dann läuft es sich. Wir sehen uns. So Leute, wir sind jetzt tatsächlich an einer Stelle, wo wir schon mal waren, nämlich an einem bestimmten See. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wo waren wir denn da? Gute Frage. Wir sind da, glaube ich, von dort hinten gekommen, beziehungsweise da hinten lang gegangen. Bei Mogendorf hier, dieser wunderschöne Brackwassersee. Ja, und dort unten geht es jetzt lang unter der Autobahn durch und dann geht es weiter. Wir müssen gucken. Wir haben jetzt fast schon ein Drittel geschafft. Wir haben jetzt fast 15 Kilometer. 16,5 ist ungefähr ein Drittel dann. Aber es läuft ehrlich gut. Also wir sind jetzt die ganze Zeit am Reden gewesen und also das ist halt wirklich wie so ein Vorspulen, sage ich mal. Also da geht alles einfach schneller. Und jetzt auch schon wieder komplett andere Akustik. Kann man schön das Hallen hören. Boah. Wir gehen jetzt hier lang und dann, ich weiß gar nicht, was als nächstes kommt. Also Hälfte ist ja auch nicht mehr weit. Der Supermarkt, wo wir dann hinwollen, kommt aber tatsächlich erst so ab, ich glaube Kilometer 30, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich gucke gleich mal und dann sage ich euch das bei der nächsten Aufnahme. Wir sehen uns. Leute, ein Sturm zieht auf. Es ist nicht gut. Boah, ich versuche das mal hier ein bisschen sauber zu machen. Es hagelt auf einmal. Digga, also hier geht's richtig ab. Mann und ich haben uns direkt die Kapuze aufgezogen. Boah, hier sieht man das mal. Bleib mal kurz stehen. Boah, direkt alles schon nass geworden. Ja, also wir wollen eigentlich jetzt Pause machen. Scheiße, wir waren eben an der Autobahn. Boah, da hinten sieht man das ganz gut. Wir waren eben an der Autobahn und haben gesagt, komm, wir laufen noch ein bisschen weiter. Wir machen jetzt hier keine Pause. Dann suchen wir uns eine bessere Bank. Ja super, vielleicht hätten wir doch dahinter Pausen machen müssen. Ey, und ey, das kam gerade wirklich aus dem Nichts. Es hat ein bisschen genieselt und auf einmal hagelt es richtig los hier. Ey, also, das ist ja wie Popcorn. Digga, also, ich weiß nicht, ob man das so krass sieht hier, aber, ey. Oha. Also man hört auf jeden Fall. Ja. Ey, richtig große Körner hier, bleib mal stehen. Ey, was ist das denn hier? Die wollen uns erschlagen. Die wollen uns stoppen. Aber niemals. Wir gehen weiter. Ich pack die GoPro mal wieder weg. Weil jetzt, ich habe gerade keinen Handschuh an. Und das ist ganz schön kalt. Ja, man sieht hier richtig. Boah, hagelt es. Holy shit. Hier vielleicht mal, man sieht ein bisschen noch mal. Weiß ich nicht. Ah, da sieht man es kurz ein bisschen. Boah, uiuiui. Naja, es geht weiter. Wir sind sogar im Prinzip jetzt gleich. Oha, oha. Digga, Mann und Richter, dann wäre gar kein Bock. Wir sind jetzt gleich an der Stelle, wo wir beim letzten Marsch, beim 80 Kilometer Marsch, Pause gemacht hatten. Bei dem Spielplatz-Ding. Glaube ich, sollte das sein. Oh, und ich ziehe mir jetzt gleich meine Regenjacke an. Also, naja, brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Gleich hat es vielleicht wieder auf. Aber wir waren gerade schön durchgenudelt. Und die GoPro ist auch komplett nass. So, Leute. Wir haben es geschafft. Da hinten, ich gehe mal hier kurz rum, ich glaube es regnet nicht mehr so ganz. Egal, da hinten, dort runter, ist tatsächlich das, wo wir letztes Mal waren. Wir haben uns jetzt hier so eine Hütte gesucht und hier reingechillt. Kann jetzt wieder anfangen zu regnen. Ja, wir haben jetzt zwar nichts zum Sitzen, aber wir essen jetzt erstmal ein bisschen irgendwas schnell und dann geht's weiter. Ja. So Leute, jetzt habt ihr mal eine andere Perspektive, jetzt seid ihr an meiner Brust dran. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Timelapse. Wir haben gerade schon gesagt, die nächsten Kilometer werden sehr wahrscheinlich richtig ekelhaft sein. Beziehungsweise werden. Ja, der ganze Himmel ist schon wieder blau. Da verpisst sich das ganze Scheißwetter. Und ja, wir laufen jetzt hier hoch. Wir sind ja damals auch lang. Hier ist das ganze
Sportplatz-Gedöns, wo wir letztes Mal waren. Und hier oben gibt es tatsächlich eine Bank, die ist richtig geil. Wir haben jetzt, falls ihr das kennt, russisch Brot gegessen. Diese kleinen Kekse, diese Buchstabenkekse, richtig geil. Marlon hat zwar die meisten gegessen, während ich versucht habe, die GoPro-Mounts umzumounten. Und ja, ich würde sagen, es gibt jetzt einen kleinen Timelapse. Wir sind noch komplett durchnässt, zum Beispiel meine Handschuhe, zumindest von außen. Aber es geht. Frische Regenjacke an, die ist auch jetzt schön gut für den Wind. Und ja, es geht weiter. Let's go. Ja, Leute, vielleicht merkt man das etwas. Es hat wieder angefangen zu regnen. Oder zu hageln. Wir sind jetzt fast an unserem Zielort angelangt. Wir haben uns überlegt, dass wir eigentlich uns einen Döner dort holen, aber ja, nach 20 Kilometern schon Döner. Bisschen lost. Deswegen haben wir gesagt, wir gehen einfach schnell in Rewe. Ja, Wetter ist mal wieder komplett am Arsch. Noch 3 Kilometer bis zum Rewe. Vielleicht filme ich dann auch etwas auf Undercover-Basis im Rewe noch. Ja. So, Jungs. Wir sind wieder da. Beziehungsweise, wir machen gerade Pause. Seit locker schon 10 Minuten. Scheiße, wir müssen weiter. Wir wollen eigentlich gleich bald eine Pause machen. Dann am Rewe. Da ist der Marlon. Um eine wunderschöne Aussicht. Super schöner blauer Himmel jetzt wieder. Seitdem es nicht mehr da hinten dieses Graue war. Ich hoffe jetzt nicht, dass das Graue uns hinterherkommt. Weil es gerade ehrlich geil, die Sonne, boah, richtig am Ballern. Ja, wir haben jetzt wieder alles zusammengepackt. Ich habe noch mal ein bisschen umgepackt. Und jetzt geht's weiter. So, Jungs, wir gucken gerade, was wir uns holen. Ja, wir können uns aber noch nicht entscheiden. So, Leute, wir haben uns ein paar Sachen schon mal ausgesucht. Wir gucken jetzt. So, Leute, unser Einkauf ist geglückt. Wir sehen uns. So, Leute, keine Ahnung, ob man irgendwas hört. Der Marlon hat mittlerweile meinen Rucksack hier. Kannst du mal ein bisschen zeigen? Geile Rucksack. Es ist mittlerweile richtig am Winden. Es kam eben auch noch mal so ein Hagelfront-Ding. Ja, ich habe mittlerweile den großen Rucksack. Aber es geht gut voran. Wir sollten mittlerweile mal langsam 25 Kilometer haben. Und wir haben uns entschieden, die nächste Pause am 30. Kilometer zu machen. Also, ja, ist noch ein bisschen. Aber wir haben Bock. Und wir werden uns dann am Ende einen schönen Döner holen. Mit einer Dönerbox. Deswegen ist der Hype noch größer. Marlon, was sagst du? Ja, ist alles gut bei mir noch. Meine Füße tun langsam ganz schön weh, aber der Rest geht noch. Und ich habe auch richtig Bock auf den Döner jetzt. Ja. Aber. Ja, wir haben noch ein großes Stück, noch ein bisschen, aber ich vertraue auf den Döner. Der wird uns hier durchbringen wie ein Leuchtfeuer.
Naja, jetzt müssen wir gleich links, es geht weiter. So Leute, wir sind jetzt noch gerade eben auf ein paar Jäger getroffen. Was auch immer das war. Die haben dort hinten in der Distanz, dort, einen kleinen, boah, ey, hier sind ja richtige Bauten von Füchsen oder was auch immer. Die haben da hinten so einen kleinen Jägerstand gebaut. Ach du Kacke, geht's da tief rein. Der Weg, den wir laufen müssen, der existiert gar nicht mehr, haben die uns erklärt. Wir sollen irgendwo anders lang laufen. Aber ich bin ja krass unterwegs und habe alles geplant. Und habe ja auch schon einen Durchschlag immer gemacht. Deswegen, wir gehen jetzt einmal hier geradeaus durch den Wald. Und ja, die wollten uns über ein anderes Dorf noch leiten. Haben wir gesagt, nein, nein. Wir haben es geplant. Wir gehen noch über ein anderes Dorf. Damit wir auch auf die 50 kommen. Ja, und jetzt? Es geht genau dort vorne raus. Ja, noch eine kleine Flussüberquerung. Wie geht's dir bis jetzt? Ja, noch ganz gut. Noch ganz gut? Mhm. Sonst? Schmerzen? Ja, immer noch Füße. Füße? Ja. Stimmt, der Manuel sagt schon die ganze Zeit, er hat Fußschmerzen. Aber das ist normal. Ich habe auch schon ein bisschen Fußschmerzen. Die Beine gehen sogar gerade. Ich hatte das vorhin mal wieder öfters gespürt. Sonst halt... Meine Schultern, ne? In dem fetten Rucksack. Und er will auch nichts trinken. Der hat sich zwei Glasflaschen mit, wie viel Wasser ist da drin in einer Flasche? 0,75 Liter. 0,75 Liter. Oh. Also, ich würde sogar sagen, das Doppelte durch das Glas. Also 3 Kilo nur dieses komische Wasser macht er mich halt, und er trinkt gar nichts. Er hat gar keinen Durst, aber nimmt sich trotzdem so viel mit. Naja, Plastikflaschen hätte es auch getan. Aber life is a learning, life is a lesson. Ich hoffe, du lernst daraus. Naja, die perfekte Öffnung für uns. Hier sieht auch aus, als würde hier einen Weg lang gehen. Ah, müssen wir gucken, vielleicht müssen wir da gar nicht raus. Aber, ja, was geht es? Es geht? Ha? Es geht? Wie es geht. Vorwärts. Ich muss sagen, es geht weiter. Aber was sagen wir? Es geht? Es geht weiter. Let's go. So Leute, wir sind an der Autobahn. Damals sind wir ganz weit dort hinten lang gegangen. Wir haben jetzt fast Kilometer 30. Marlon, wie geht's dir? Immer noch gut, aber meine Füße sind wirklich langsam am Ende. Du musst ein bisschen lauter reden. Ja, meine Füße tun schon ordentlich weh. Also, es geht jetzt weiter. Wir suchen uns jetzt eine Bank und dann machen wir da erstmal eine kleine Pause. So Leute, der Mann und ich sind am Verzweifeln. Wir wollten eigentlich vorne auf der einen Bank da Pause machen. Die habe ich gar nicht gesehen, die war direkt vor uns eben. Jetzt haben wir eine Bank gefunden. Aber es ist irgendwie so ein krüppeliges Ding. Aber die ist trocken. Ich meine etwas. Ja, und weißt du, was das Lustige ist? Hier ist jetzt schön blauer Himmel, ne? Oh, dunkel auf einmal wieder. Keine Lust drauf, aber man muss da halt durch. Ja, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen regenerieren. Sag ich euch ganz ehrlich. Und dann geht's weiter. Ja, wir essen. Stimmt, wir machen kurz mal gleich einen kleinen Haul, was wir alles gekauft haben. So Leute, hier sieht man mal, was wir alles geholt haben. Gut eingekauft, und hier war das halt nur dieser kleine Snickers, der da ist. Der Marlon guckt das Essen gar nicht an, weil er jetzt schon essen will. Und der isst sich auf, weil ich hier ein Video mache. Ja, aber wir essen jetzt schön. Jetzt nicht alles, was hier liegt. Wir haben das nur mal ausgepackt. Ein bisschen gucken. Dann wird schön gefastet, ne? Also gefestet. Ja. Geil. So Leute, als erstes werden hier schöne Kekse gegessen. Wie schmecken die bis jetzt? Schmecken gut. Schmecken gut. Ich esse auch mal einen. Die sind auch mit. Hier, was ist denn das? Die sind 50% Schokolade. Die Bananen. Jo, wir essen jetzt und dann ab die Post. Hallo, hallo, wir sind wieder am Start. Schon wieder auf einer Bank. Wir sind weitergelaufen, 100 Meter. Ey, es ist so schlimm, ne? Wir hätten hier oben eine tollere, bessere Bank gefunden. Ja, der Grund fürs Anhalten. So Leute, haben uns hier gerade rangehangen. Manon hat noch einen Klimmzug hingekriegt. Ich nicht mehr. Ja. Mein Rücken ist schön durchgenudelt. Aber es geht. Mittlerweile tun wir uns auch schon so ein bisschen quälen. Aber
Ja. Wir haben jetzt, wir hatten noch nicht mal 35, ne? Wir hatten gerade mal 33. Super. Naja. Was soll man machen? Aber egal. Es geht weiter. Und wir werden nicht aufgeben. Wir werden es schaffen. Oder Marlon? Ja, sicher. Machen wir. Genau. Let's go. So Leute, wir sind hier wirklich gerade am Arsch der Welt. Da ist Herr Marlon. Wie geht's dir? Oh, geht so. Die Füße krachen ordentlich. Die Füße krachen ordentlich. Ja, bei mir auch gerade. Also, sag ehrlich, ich bräuchte mal eventuell etwas länger Pause von diesen Märschen. Weil eigentlich war geplant im Mai, also im Prinzip in 2 Monaten den Marsch zu machen, den großen 100 Kilometer Marsch. Naja, also 3 Monate Pause wären besser, sage ich so. Den Marsch werden wir auf jeden Fall zusammen fertig bestreiten. Ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, aber wir werden uns nachher noch schön einen Döner holen und eventuell noch eine Dönerbox. Und da habe ich so Bock drauf, ne? Der Marlon lacht schon. Ja, der freut auch. Sich, der hat Schmerzen, dass er es noch nicht jetzt hat. Aber beißen, 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 durchziehen. Wir sehen uns. Okay, Leute, es geht weiter. Mittlerweile trage ich Marlon seinen Rucksack. Ich weiß, ich sehe aus wie der größte Dulli mit der Kapuze hier so. Aber was ich sagen wollte, wir haben es jetzt geschafft. Füll mal nach vorne. Es geht jetzt nämlich nur noch nach unten. Dann sind wir im nächsten Ort. Vorletzten Ort sind wir dann. Und dann noch zu einem Ort und dann zum finalen Ort. Und dann müssen wir doch noch mal zu einem Ort stellen, der gerade auf, weil wir noch Döner holen wollen. Also, es wird heute auf jeden Fall noch lustig. Aber was sollen wir machen? So Leute, wir haben es geschafft. Marlon freut sich. Wir sind jetzt bei der 40 Kilometer Marke und haben hier so eine wunderschöne Bank mit Tisch erreicht. Da hinten war eben noch eine Frau, die haben wir gefragt, wo die nächste Bank ist. Das war ungefähr da vorne und da hat die gesagt, oh, halt direkt hier. Haben wir uns gefreut, weil wir schon ein gutes Stück unterwegs waren. Ja, ich habe Marlon und Rucksack jetzt die ganze Zeit getragen. Ja, meine Waden und alles kommt leider am Arsch, also es kracht wirklich. Also Marlon, wie geht es dir auf einer Skala von 1 bis 10? 2,5. Ja, meine Waden. 2,5 ist gut, ne? Ne, eigentlich, was sind deine Schmerzen? 10 ist Krankenhaus? Ne, 10 ist tot, 9 ist Krankenhaus. 8 ist Abbruch. Ja, dann sind wir schon bei 6,5, würde ich sagen. Also meine Waden, die sind langsam am Abfallen. Meine Beine, ich kann nicht mal normal pissen gehen. Da fallen selbst meine Waden ab. Und alles tut allgemein weh. Mein Rücken, also Rücken geht noch, aber Schultern vom Rucksack tragen ballert auch ein bisschen. Aber am schlimmsten würde ich sagen, ist es an meinen Waden und mit den Blasen an meinen Füßen. Ja, es kracht schon ordentlich. Ich habe mir das auf jeden Fall ein bisschen leichter vorgestellt. Aber es ist schon schwerer, als ich dachte, auf jeden Fall. Ja, also mir geht es auch super. Schmerzskala. Selbe wie Marlon, also von der Bewertung her selbe wie Marlon, aber bei mir ist eine 5. Das geht voll. Oh, ein bisschen den Rücken kurz noch hier. Oh, wir haben wirklich die beste Bank, haben wir euch zwar eben schon gezeigt, aber oh, hier kann man schön den Rücken einrenken. Wir werden jetzt hier locker nochmal 10 Minuten chillen, dass der Marlon sich schön regeneriert. Wir werden da schön weiterlaufen. So, notfalls trage ich seinen Rucksack nochmal. Aber das wird schon was. Das Problem ist, es wird langsam dunkel. Das ist die eine so einzige Sorge, die ich habe. Ja, aber es geht. Ich habe gerade nochmal einen Akku gewechselt. Weil die Dinger halten ja nicht so gut in der Kälte. Jetzt habe ich wieder einen weißen Akku drin. Ja, es wird ein bisschen noch gegessen. Da haben wir auch noch gutes Essen drin, aber der ist so voll, das auszupacken. Thank you.
so, Leute, die Sonne ist am Untergehen. Wir haben uns jetzt noch eine Jacke angezogen. Vielleicht habt ihr es eben auf der Timelapse gesehen. Marlon geht es tatsächlich jetzt besser. Wie ist jetzt die Schmerzskala? Oh, 6, 5,5. Okay, also so um 1 ungefähr runtergegangen. Aber man muss schon sagen, Marlon läuft jetzt auch schneller. Der war eben nur teilweise schneller als ich ein bisschen. Aber ja, wir schaffen das auch auf jeden Fall noch. Die Frage ist, ob wir es zum Döner schaffen. Aber ich habe den Marlon gerade schon versucht zu erklären. Er hat nämlich so gesagt, ja, kann ich aber einen Tag weniger trainieren gehen. Ich habe dem Marlon versucht zu erklären, du musst auch deine Mentalität trainieren. Aber ich bin sicher, dass wir es schaffen. Ja, da ist noch ein bisschen die Sonne am Untergehen, aber wir haben auf jeden Fall noch gut Licht. Also so ist es jetzt nicht. Ja, wir schaffen das, würde ich sagen. Beißen, beißen, beißen. Es sind vielleicht noch 1,5 Kilometer. Und dann sind wir schon am Hauptspot, wo wir hin wollten. Und von da aus dann werden tatsächlich die Rücksäcke ausgezogen. Weil das ist dann auch besser für den Marlon und so. Ich ziehe dann nochmal den Rucksack. Ich nehme den Rucksack nochmal mit. Mit bisschen trinken. Ja, dann nehmen wir die Lampe mit und dann geht's durchs Dunkle. Und dann zum Döner. Ja, das war's schon. Wir sehen uns dann nochmal irgendwann. Also Marlon, wir ziehen das durch. Ja, guck, wir müssen die Linie halten. Die Knie? Ja. Ach, die gehen nochmal. Komm, geh vor. Du schaffst das, stopp an dich. Wie gesagt, jede Bank, die kommt, ist jetzt nur noch ein Test deiner Psyche. Du brauchst die nicht. Den Fuß einen vor den anderen kontrolliert setzen. Du schaffst das. Was glaubst du, wie stolz du auf dich sein wirst, wenn du die 50 Kilometer durchgezogen hast? Beim ersten Versuch. Ich glaube an dich. Es geht jetzt gleich ein letztes Mal bergauf. Das ist dir bewusst. Und so steil, wie es jetzt hier gerade ist, wird es nicht nochmal werden. Genieß, dass es runtergeht für ein letztes Mal. Vertrau mir, gleich wenn es bergauf geht, dann sagst du das hier aber besser. Nein, 100% nicht. Könnte ich auch mein Leben schwimmen. Doch. Das ist der schlimmste Part, der ist nur 100%. Sagst du? Ja, meine Knie sind am Abfall, meine Blasen an den Fersen. Die Blasen haben schon Blasen auf den Blasen. Was? Die Blasen haben schon Blasen auf den Blasen. Ja. Ich glaube, die Blasen haben Blasen auf den Blasen auf den Blasen. Die Blasen haben schon Kinder gekriegt, oder was? Mehrere. Wir haben schon Großfamilie. Ja. Größer als afrikanische Familie. So, durch geht's. Weiter, zieh durch, komm. Ja, wir schaffen das. Guck mal, jetzt kommt nur noch eine kleine Treppe. Hier, sicher. Amini, sie geht mal. Ey, du schaffst das. Kurze Stehpause. Das ist doch in Ordnung. Zieh durch. So Leute, wir sind jetzt schon ein gutes Stück hier am Hochlaufen. Seid dort hinten. Schrumpfen hier auf jeden Fall die Höhenmeter. Und der Marlon zieht ehrlich durch. Aha. Interessanter Weg, wie hier heute. Bei dem Bild kannst du dich sogar auf die Bank setzen. Ja, machen wir. Ja. Jetzt bist du erstmal den größten. Oh, sorry. Den größten da hoch. Ja. Auf welche Bank willst du dich denn setzen? Okay. Die ist auch schöner. So, Marlon. Schmerzskala. 6,5 wieder. 6,5 wieder. Ja. Naja. Also wir kommen ja jetzt hier von ganz dort hinten und sind hier runter. Sind schon wieder oben. Das hat doch gut gemacht. Ja. Schaffen das, Mann. Wir schaffen das. Wo geht eigentlich schlechter Weg weiter? Das ist keine, das ist eine gute Frage. Aber wir schaffen das schon. Guck, du lachen tust du doch noch. Ja. So Leute, es wird langsam jetzt dunkel. Ich ziehe noch weiter durch. Herr Marlon, ist langsam kritisch.
Der hat schon gesagt, er will nur noch Ruhe haben. Also vom Reden her, ich habe zwar eben noch mit dem ein bisschen geredet. Wir haben jetzt noch mal kurz eine Trinkpause gemacht. Der Mann läuft auch noch. Der fühlt sich halt genauso wie ich beim letzten Mal. Ich habe damals auch noch die 50 voll gemacht. Und ich muss sagen, das war wenigstens schön, dass ich das fertig gekriegt habe. Und ich hoffe, dass er mal und das jetzt noch begreift, dass er auch die 50 schaffen muss. Ja, das ist eine gute Frage, wo wir langlaufen, ne? Was hat denn da für ein Bunker? Gehen wir links lang, oder? Das ist eine gute Frage. Naja, wir gucken mal. Mann, du schaffst das noch. Aha. Auch wenn du nur noch wie eine Leiche rumläufst. Aha. Wenn du den Döner riechst, nee, dann geht's ab. Ich hab nicht mal mehr Hunger. Doch, Mann. Gleich hast du wieder Hunger. Komm, bitte. Nein, ich hab gar keinen Hunger mehr. Du ziehst, schaffst das. Ich glaub an dich. So, Leute. Wir haben's nach oben im Prinzip jetzt fast geschafft. Marlon. Ja. Was haben wir gerade noch gesagt und abgemacht, was wir machen? Wir gehen nicht nach Sein, aber dafür gehen wir die 5 Kilometer nach oben zum Sportplatz. Genau. Damit wir noch auf die 50 kommen. Wir gehen jetzt zum Sportplatz, dass wir die 50 Kilometer voll machen. Ja. Aber mit Rucksack. Mhm. Und wenn wir das geschafft haben, dann geht's nach Hause. Ja. Let's go, oder? Mhm. Durchziehen. So, Leute. Wir sind jetzt hier gerade nochmal an einem Punkt da, wo wir eigentlich hin wollten. Müssten wir noch viel weiter runterlaufen. Der Marlon wollte das jetzt nicht. Er geht lieber berghoch. Deswegen haben wir gesagt, gerade wo in dem Dorf, wo wir sind, laufen wir jetzt einfach eine Runde, um das Dorf mal ein bisschen kennenzulernen. Und ja, wenn wir das gemacht haben, werden wir einfach abgeholt. Dann geht's heim. Und dann müssen wir gucken. Döner gibt's dann heute leider keinen mehr, weil wir dann nicht mehr lang kommen dann. Weil wir in die andere Richtung halt fahren, aber egal. Wir schaffen das. Jetzt müssen wir noch 4 Kilometer machen für 50. Ja, wir haben jetzt die, hier ist halt ein Sportplatz. Da haben wir damals mal Fußball gespielt, da wollen wir jetzt aber nicht lang. Deswegen, also da wollen wir nicht die ganze Zeit rundlaufen, deswegen geht es jetzt hier einfach einmal quer durch dieses ganze Dorf. Let's go. So, da vorne seht ihr den Marlon, ist schon dunkel. Oh, man sieht ja gar nichts. Schade. Ist so. Ja, da sieht man noch ein bisschen. Ja, der Marlon ist komplett am Ende. Der ist gerade am Einschlafen. Nicht einschlafen. Der schläft ja mal. Der ist auch eingeschlafen. Der hat keinen Bock mehr. Wir müssen noch 3 Kilometer machen. Der tut mir ehrlich leid. Der ist schon kaputt. Kaputt gelaufen. Das sieht aus, als bringt er mich gleich um. Naja, wenigstens lacht er noch. Naja. Schaffen wir noch, oder? Nicken tut er. Ja. Wir müssen jetzt noch einmal im Kreis im Dorf laufen. Ja, dann haben wir es geschafft. Ja. Wir hoffen. Wird schon. Kilometer, was haben wir gerade? 47. Es geht weiter. So, Leute, man sieht mich nicht, vielleicht hört man's. Ich bin mittlerweile am Joggen. Ja, Marlon ist jetzt zu Hause, hat meinen Rucksack mitgenommen. Ich laufe jetzt noch alleine weiter hier. Und ich bin am Joggen seit über einem Kilometer, keine Ahnung, 1,5 glaube ich ungefähr. Ich kann das alles nicht mehr. Doch. Alles wird durchgezogen. Oh, meine Nase ist maximal am Laufen. Aber es wird durchgezogen. Es geht sogar. Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich nach fast 50 Kilometern noch joggen kann, 2 Kilometer. Aber ich laufe das jetzt durch. So durchgezogen. Oh, jetzt geht es wieder berghoch. Aber egal. Vielleicht seht ihr nochmal gleich mein Gesicht, weil hier kommt eine Lampe. Komm. Ich bin auch komplett am Schwitzen, ne? Mit der Regenjacke, der normalen Jacke und allem anderen, was ich da drunter hab. Ja, man sieht mich ein bisschen. Ja, keine Ahnung. Ich weiß doch selber nicht mehr. Aber
Stoppschluss ist gerade voll. Es sind nur noch 500 Meter. Und dann geht es auch für mich nach Hause. Ich würde tatsächlich sogar schon hier sagen, das war's für heute. Das war ein geiler Tag. Es hat echt gebockt. Aber das war's erstmal mit dem Abenteuer selbst. Und jetzt geht's rüber zu den Fazits. Da hinten kommt sogar nochmal ein Auto. Naja, tschüss Leute. Ja, also das ist jetzt 2 Tage nach dem Marsch. Und mir ist es jetzt, eigentlich geht es mir jetzt ganz gut wieder. Hab noch ein bisschen Muskelkater und spür's noch ein bisschen an meinen Füßen. Ganz bisschen, aber insgesamt war es eigentlich ganz gut. Und ja, mittlerweile ist eigentlich alles wieder in Ordnung. Ja. Und der Marsch war eigentlich auch ganz geil. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und ja. Sag mal zur Strecke, wie du die fandest, einfach oder? Die Strecke war gut geplant eigentlich. Und ja, die Strecke war eigentlich einfach. Wir mussten jetzt nicht so viel steil berghoch gehen und so. Also, ja. Irgendwas, was man verbessern könnte? Würde mir jetzt nichts direkt so einfallen, also, ja. Also, wie war es für mich? Ich muss sagen, mittlerweile gewöhnt sich mein Körper schon an diese 50-Kilometer-Marke. Zumindest konnte ich diesmal die letzten 2 Kilometer joggen, auch wenn es ohne Rucksack war. Und außerdem hatte ich nur einen Tag danach Muskelkater, anstatt den üblichen 2 bis 3 Tagen. Aber ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da und schreibt mir in die Kommentare, was ich besser machen kann, beziehungsweise was ich beim nächsten Mal für eine Challenge machen soll. Haut rein, Jungs, und ciao.